Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute packen wir mal die Logitech Z200 Boxen aus. Das sind PC-Lautsprecher. Und was in der Verpackung ist, beziehungsweise wie meine ersten Eindrücke sind, das seht ihr in diesem Video. Vorgemerkt, dieses Video wurde nicht durch Logitech unterstützt. Die Teile habe ich mir selber erworben, also kein unterstütztes Video. Aber jetzt wirklich viel Spaß. Ja, Leute. Fun Fact am Anfang, dies ist für mich persönlich das erste Unboxing, wirklich richtige Unboxing, dass ich mit der Canon EOS M10 als Zweitkamera filme. Und ich bin eher weniger aufgeregt auf das Produkt, sondern eher aufgeregt, wie sich die Canon EOS M10 hier im Unboxing macht. Ob das wirklich die richtige Unboxing-Kamera war, ich denke schon, denn ich habe die letzten Tage, also ich war die letzten Tage nicht zu Hause, da war ich im Allgäu, über Weihnachten hatte ich eigentlich... Auch, ja okay, ich wollte eigentlich keine Kameras mitnehmen, habe aber den ganzen Grams hier mitgeschleppt, weil ich einen Videotest noch gemacht habe mit der Canon EOS M10 und da hat sie mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, vor allem mit dem 18-55mm Objektiv von der 1200D mit einem Speedbooster dran noch. Und ja, wir fangen jetzt aber erstmal an hier mit dem Unboxing. Was ich noch ganz kurz vormerken möchte, also am Anfang erstmal ganz kurz zu meinem neuen Video-Equipment. Ich habe neues Video-Equipment über die Feiertage bestellt, das heißt, ich habe für ca. 170 Euro bestellt, einen neuen Monitor, also keinen neuen Monitor, einen Viertmonitor für die 1200D, weil die ja keinen klappbaren Monitor hat und ich das so eigentlich nicht so mag und dann noch ein paar Adapter, nochmal so eine Schiene, dass ich da mehrere Sachen auf dem Blitzschuh machen kann und so weiter, aber dazu gibt es wahrscheinlich noch ein separates Video. Wir fangen hier erstmal mit dem Unboxing der Logitech Z200 an. Das sind das sind Lautsprecher für den PC, also in dem Fall für meinen Mac Mini. Und sie sollen, sagen wir mal, die Z4 Boxen, die ja von uns allen sehr geliebt werden, also vor allem von Felix, also Felix Barr und Kilian. Ne, Kilian hat die Onkyon irgendwas. Ne, aber auf jeden Fall feiern ich und meine Kollegen die Z4 Boxen sehr. Allerdings werden die nicht mehr verkauft und die sollen vom Design ein bisschen wie die Z4 Boxen sein und vom Klang auch. Und für 30 Euro dachte ich mir, mache ich da nichts falsch. Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht extra bei Logitech angefragt, ob ich die testen möchte. Die habe ich jetzt einfach mal bestellt. Ja, ich denke, wir fangen jetzt hier direkt mal an. Wie gesagt, 27,99 gerade auf Amazon. Und ja, vom Klang sollten sie eigentlich ganz okay sein, so zum Videoschnitt oder so, ist es dann auch immer sehr praktisch. Wir fangen jetzt erstmal an. Hier vorne haben wir erstmal die zwei Lautsprecher hier direkt mit der Canon EOS M10 gefilmt. Hier vorne haben wir erstmal die zwei Lautsprecher, hier steht Logitech, hier steht 10 Watt, Z200, Hashtag 1, sehr schön. Hier unten stehen nochmal ein paar technische Daten, hier seitlich stehen nochmal ein paar technische Daten. Hier steht auch nochmal kompatibel mit PC, Notebook, Tablet und Smartphone. Und hier hinten steht dann auch nochmal hier 10 Watt, Bass, Simple Controls und so weiter. Hier seitlich ist dann hier nochmal ein schönes Bild abgebildet und ich denke, wir packen die Teile jetzt mal aus. Ich habe hier oben die Schlaufe schon aufgemacht, weil ich kurz reingeschaut habe, weil ich die zu Weihnachten bekommen habe. Aber wir machen sie jetzt trotzdem nochmal so quasi wie beim ersten Eindruck auf. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe, wie gesagt, bloß kurz reingeschaut, dass es nicht so unhöflich kommt, wenn man es einfach so weglegt oder so. Also, wir fangen jetzt mal an und yay! Also, wir haben hier erstmal umdrehen, umdrehen, umdrehen. Ah, hier, schöner Fokusring, den gab es bei der Lumix noch nicht. Wir haben hier erstmal so eine kleine Beschreibung, okay. Lautsprecher, Steckdose, Kopfhörer, Lautsprecher, lauter, leiser, ja, lauter, leiser, Ton an, aus. Okay, klappen wir mal auf. Und hier sind die Lautsprecher schon mal. Wir holen mal den ersten heraus. Die sind schon irgendwie verkabelt. Ja, okay. Das ist schon hier etwas zusammengebunden. Super, dann legen wir erstmal kurz den Kopfhörer raus. Die Lautsprecher zusammen. Ich habe auf dem Kanal, glaube ich, noch keine so richtigen PC-Lautsprecher unboxed. Nur mal den Easy Egg BT28S. Da kommt auch bald noch ein Review dazu. Hier dazwischen ist noch so eine Trennwand. Da ist noch was drin. Wir packen erstmal aus. Und dann haben wir hier noch eine Betriebsanleitung. Und dann ist die Verpackung leer. Die Verpackung war echt ganz nett designt. Ja, für 30 Euro Lautsprecher kann man das natürlich nicht erwarten.
Und ich bewahre ich meine Verpackung eigentlich immer hier im Zimmer auf. Ich habe da drüben extra ein Apple-Regal und hier unten ist immer noch was und da ist noch was und so weiter. Aber die sind schon relativ cool designt geworden. So, ich hoffe, dass die Lautsprecher genauso gut designt worden sind. So, jetzt hier gehen wir mal ein bisschen näher ran und hier haben wir erstmal eine Produktanleitung. Die brauchen wir wahrscheinlich nicht, weil eigentlich einstecken und dann in den Mac Mini. Ist, glaube ich, nicht so schwer. Hier haben wir dann noch so ein kleines Case. Nee, nicht Case, so eine Trennwand war da drin. Das ist der Stromadapter bzw. das Stromkabel. Und jetzt haben wir hier die Kopfhörer. Die, halt falsch rum, die Logitech Z200 Boxen. Ich habe geschaut, ob ich welche, wo noch zusätzlich Bluetooth haben, bekomme. Aber nee, die waren dann auch schon noch so ein bisschen zu teuer. Und von der Verarbeitung her, ja, ja, die könnten mir gefallen. Ja, ja, die sehen cool aus. Okay, wir packen mal noch den zweiten hier direkt aus. So. So, 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 so. Und weg damit. Und dann hier direkt mal noch das AUX-Kabel, beziehungsweise, ja, das ist hier das AUX-Kabel, das hier von den beiden Lautsprechern zusammenläuft. Von dem hier läuft noch ein zweites Kabel zusammen, aber ich denke, da brauche ich jetzt mal dann das Unboxing-Messer. So. So. Und ratsch. Und dann war es das hier für die Verpackung. Genau, das ist hier ein AUX-Kabel, das dick und dünn und alles mögliche. Ach, okay. So, das ist so. Dieses Kabel ist das AUX-Kabel, das in den Mac Mini kommt. Und dieses Kabel verbindet den rechten mit dem linken Lautsprecher. So ist es. Genau. Gut, ja. Also vom ersten Eindruck her könnt ihr die hier auch nochmal etwas genauer sehen. Sie gefallen mir vom Design schon mal sehr, sehr gut. Plastik, naja, für 30 Euro kann man da auch nicht mehr erwarten. Aber hier auch der weiße Ständer und das schwarze Design mit den weißen Ringen und so weiter. Sieht schon sehr cool aus, der... Das knarzt auch nicht oder so. Ist eigentlich alles sehr gut verarbeitet. Und noch ein Punkt, der mir persönlich sehr, sehr gut an den Lautsprechern gefallen hat, war, dass man hier A noch ein iPhone anschließen kann, also oder jedes andere Device. Und hier dann auch direkt Musik von der Klinke, zum Beispiel hier vom Klinkenanschluss, vom iPhone oder vom iPad Musik reinspielen kann. Und dann aber auch noch Kopfhörer anschließen kann, dass wenn man mal nicht über die Lautsprecher arbeiten möchte, auch noch mit Kopfhörern das Ganze geht. Das ist sehr, sehr cool, finde ich. Ja. Ich denke, wir testen das Ganze jetzt mal. Natürlich habe ich hier kein Mac Mini. Und ich denke, ich verkabel die jetzt mal kurz und dann checken wir mal den Sound von den Teilen aus. Denn ich denke, der ist gar nicht so schlecht. Also, wie gesagt, ich verkabel die Teile kurz und dann geht's weiter. Gewechselt und zwar zu meinem Schreibtisch hier, falls ihr den nicht kennt, das ist mein Schreibtisch hier. Hier steht drauf, jetzt die zwei Logitech Z200 Boxen, mein Mac Mini, mein AOC Monitor, SD-Card Reader, BT28S von Easy Egg, SD-Card Reader fürs iPad, also der ist für den Mac Mini, meine Beleuchtung, für meine, die Fernbedienung für meine Beleuchtung, USB-Stick, iBridge und meine Monitoring-Kopfhörer. Und wir sind hier nicht umsonst, also hier liegt dann meine Tastatur und mein Magic Mouse und mein iPhone normalerweise. Aber jetzt kommen wir eigentlich mal zur eigentlichen Sache. Wir sind ja nicht umsonst und zwar habe ich hier jetzt mal die Lautsprecher angeschlossen an den Mac Mini, also an den Strom an den Mac Mini und vom Kabelmanagement. Sehr, sehr cool. Also ich sehe momentan noch keine Kabel. Vielleicht ändert sich das. Wobei, wenn ich hier so drunter schaue, sieht man auch keine. Und ich denke, jetzt machen wir mal hier den sauberen Schreibtisch weg und gehen mal kurz in Spotify rein. Hier gibt es so ein Lied, das heißt Gold Coast, das feiere ich relativ, das habe ich auch bei einem Cinematic, also einem Cinematic Unboxing von Kawaii benutzt und das höre ich eigentlich jeden Tag mehrfach
Und da ich dieses Lied eigentlich meistens auf diesen Lautsprechern hören werde, probieren wir das mal aus. Ich hoffe, von der Lautstärke passt. Und ich habe das Mikrofon hier so ein bisschen rüber zu den Lautsprechern gestellt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Und ich denke, wir fangen jetzt ja erstmal an mit der Genussprobe der Logitech Z200. Also viel Spaß. Also ist Stereo. Got real sign, no cast away. I'm twice as good, yeah, half the praise. I'm a sniper rapping, I'm blasting away. You ain't getting from me, nah, but you know how I've been here 10 hours, my chick's sour. Rising and farming together, look like me the Twin Towers. Numbers taking, I'm frustrated. If I can only get geil. Leute, das ist Sound. Also ich habe wirklich nicht gedacht, dass die so einen geilen Sound für 30 Euro haben. Natürlich kann man jetzt hier nicht mit den Studio-Lautsprechern von Thomann oder so für 250 vergleichen. Aber der Sound ist geil, wenn man jetzt hier nochmal reinhört. Also der Bass ist auf jeden Fall da. Es klirrt nichts und also wir können jetzt mal ein bisschen laut machen. Yo. Geil. Also Leute, erste Eindrücke vom Design gefallen sie mir eigentlich ganz gut. Es gibt natürlich auch immer noch diese billigen Lautsprecher, wo wir dann so ein billiger Subwoofer da ist, wo dann so richtig billig aussehen. Aber die sehen wirklich sehr, sehr cool aus und ihr seht es wahrscheinlich schon hier oben. Mein Akku von der kleinen Kamera, also von der Candy aus M10 ist leer. Ich hoffe, dass ich hier jetzt nicht so arg auf die M10 eingegangen bin, weil es einfach hier mein erstes Video, das ich tatsächlich mit dieser Kamera gefilmt habe, war. Aber vom Sound her gefallen mir die Lautsprecher sehr, sehr gut. Ich bedanke mich fürs Freude Zusehen. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr Lautsprecher von Logitech habt oder überhaupt welche Lautsprecher ihr an euren Computern habt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Freude Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao! Hidden in my hoodie from the haters, fuck the drama, I was here to show the world. Charted from the valley to the mountains, I ain't finished till I caught and made a call with my outfit. Came to steal your thunder like Miami in the summer, man. I'm just getting over all the pressure I was under.